Hallo zusammen. Wie ihr aus meinem Bildbearbeitungsvideo vielleicht wisst, setze ich nicht auf die Adobe Suite mit Adobe Lightroom, sondern eigentlich hauptsächlich auf Capture One für die Entwicklung meiner RAW-Dateien und auch das ganze Management der Files. Und Phase One hat vor ungefähr einer Woche eine neue Version von Capture One, nämlich Capture One 21, herausgebracht mit einigen neuen Funktionen. Und ich dachte, ich möchte euch einmal einen kurzen Überblick über diese neuen Funktionen geben, wie diese aussehen und was ich davon halte. Viel Spaß! Starten wir einmal beim Import. Hier gibt es schon einmal eine erfreuliche Änderung. Und zwar kann ich jetzt mehrere Ordner gleichzeitig auswählen, aus denen ich importieren will. Wenn ich das vorher machen wollte, dann musste ich im Prinzip den Überordner anwählen und die Checkbox Unterordner mit einbeziehen anklicken. Allerdings bezieht das dann natürlich immer alle Unterordner mit ein und nicht nur ausgewählte. Also das ist schon einmal eine kleine, aber willkommene Änderung. Wenn ich nachher den Ordner ausgewählt habe, kann ich nun mit der Leertaste auswählen, ob ich ein Foto, das ich angeklickt habe, kennzeichnen möchte zum Importieren oder nicht. Und das macht das Ganze viel einfacher, denn wenn ich vorher eine Mehrfachauswahl, sagen wir Foto 1 bis 20 machen wollte, dann nochmal 20 bis 30, dann musste ich die 20 bis 30 nachher alle einzeln durchklicken. Denn wenn ich die Shift-Taste runtergehalten habe, von 20 bis 30, dann hat er mir alle bis zu 30 markiert. Und nicht nur 1 bis 10, 20 bis 30, sondern alles 1 durch 30 komplett. Also das ist jetzt deutlich angenehmer geworden. Beginnen möchte ich einmal mit den Kameraprofilen oder Presets, wie man dem sagen möchte. Capture One nennt das jetzt Basismerkmale. Hier gibt es neu die Möglichkeit, dass man verschiedene Filmsimulationen auswählt, den Standardmodus oder einen mit etwas mehr Kontrast. Ihr seht hier, es sind marginale Unterschiede, also für mich jetzt kein Game Changer. Und neben dem Generic Profile, das es schon immer gab, kann man nun noch das Pro Standard Profile von Capture One auswählen. Und dieses soll bei der Bearbeitung die Sättigung und Farben etwas besser schützen. Und ich habe das einmal getestet. Ich habe hier die beiden Bilder genau gleich bearbeitet. Der einzige Unterschied ist jeweils das Farbprofil. Und auch hier muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, die Unterschiede sind für mich wirklich geringfügig. Vielleicht sehen das andere Leute anders, aber für mich ist das jetzt kein Grund, zum das Programm upgraden. Eine weitere relativ groß angekündigte Änderung sind die sogenannten Quick Edits und die fand ich wirklich cool. Und zwar funktionieren sie so, dass ihr eine Taste auf der Tastatur runterdrücken könnt und mit dem Mausrad scrollen. Und somit wird direkt eine Anpassung am Bild gemacht. Ich habe mir zum Beispiel die Belichtung auf 1 gelegt. Das heißt, wenn ich die Taste 1 gedrückt halte und gleichzeitig am Mausrad scrolle, wird das Bild heller oder dunkler. Die Taste 2 ist dann für den Kontrast, 3 für die Sättigung und so weiter. Und das finde ich wirklich praktisch. Man kann so doch deutlich schneller bearbeiten und muss nicht den Blick rübernehmen auf den Regler, den anklicken, an dem etwas bewegen und dann wieder aufs Bild schauen. Man kann die ganze Zeit aufs Bild schauen und ja, praktisch blind arbeiten. Schön ist, dass man sich diese Tastenbelegungen selbst konfigurieren kann, wie es einem passt. Und in diesem Sinne sind sogar Doppelbelegungen möglich. Ich habe nämlich die Tasten 1 bis 5 für die Sternebewertung reserviert. Und wenn ich sie nur antippe, die Taste 3 zum Beispiel, erhält ein Bild 3 Sterne. Wenn ich sie gedrückt halte und am Mausrad scrolle, dann wird eben die Belichtung angepasst. Und das ist wirklich cool. Eine neue Änderung bei der Bildbearbeitung ist, dass man bei den Pinseln jetzt Größe, die Härte, Deckkraft und Fluss direkt mit der Maus einstellen kann. Vorher musste ich entweder einen Rechtsklick machen und dann die entsprechenden Parameter verändern oder ich habe mir einfach auch eine Tastenkombination gemacht, zum Beispiel, dass die Taste A den Pinsel kleiner macht und die Taste S macht den Filter größer, das gleiche für die Härte und so weiter. Und jetzt geht es doch noch einmal etwas schneller, man kann einfach Ctrl und Alt-Taste runterdrücken
und die Maus nach links und rechts ziehen, um den Pinsel kleiner oder größer zu machen, oben und unten, um ihn härter oder weicher zu machen. Ich habe mit dem jetzt ein bisschen herumgespielt, zugegebenermaßen noch nicht extrem lange, aber bis jetzt finde ich, das ist jetzt ja eine willkommene Ergänzung, aber auch nicht gerade ein Game Changer. Also es ist nicht so, dass ich dadurch unglaublich viel Zeit spare. Meine Meinung. Eine große Änderung, die Capture One hier verspricht, oder eine Neuerung, ist der Dehaze Slider, den man ja von Lightroom seit vermutlich 3 Jahren oder so bereits kennt. Und ich habe diesen hier einmal angewendet. Ich habe zuerst mein Bild ganz normal bearbeitet, wie ich es auch so gemacht hätte. Und anschließend hier mit dem Dehaze Slider ein bisschen versucht, dass diesen Dunst, den man hier noch bei den Bergen sieht, etwas wegzunehmen. Und das klappt auch ganz gut. Allerdings hatte ich dann ziemlich schnell den Eindruck, dass ich das vermutlich relativ ähnlich auch hinbringen würde, wenn ich einfach, sag ich mal, manuell mit den Tonwerten der Sättigung und dem Kontrast spiele. Und ich habe das dann mit einer Arbeitskopie gemacht und tatsächlich, ich finde, es sieht relativ ähnlich aus. Ich habe jedoch damals schon in Lightroom Dehaze nicht nur für Landschaftsbilder eingesetzt, sondern auch wenn ich ein wenig so einen Dunst oder etwas Milchiges bei Vogelfotos entfernen wollte, wie zum Beispiel hier bei den Zwergtauchern, die auf dem See schwimmen und ich hatte eine flache Perspektive und es war früher Morgen, es ist dann so ein bisschen Wasser verdunstet und deshalb seht ihr schon das Grau, das Schwarz bei den Zwergtauchern sieht eher so gräulich-milchig aus. Und auch hier habe ich die Dehaze-Funktion etwas getestet. Die Ergebnisse gefallen mir eigentlich recht gut. Aber auch hier, wenn ich zurückgehe und das Ganze auf die traditionelle Weise bearbeite, kommt das wieder ungefähr aufs Gleiche raus. Im letzten Jahr hat Capture One einen großen Sprung, zumindest meiner Meinung nach, bei der Bildqualität in Bezug auf Schärfe und Bildrauschen gemacht. Und auch hier habe ich einige Fotos mit Capture One 20 und Capture One 21 verglichen. Und ihr seht jetzt hier bei dem Zwergtaucher die Unterschiede auf der linken Seite, das Bild voll reingezoomt mit Capture One 20 und auf der rechten Seite mit Capture One 21 bearbeitet. Phase One verspricht zudem, dass das neue Capture One deutlich schneller ist, gerade wenn man Datenbankabfragen macht, sprich sagt, man möchte das Bild, alle Bilder mit diesem und diesem Schlüsselwort, die mit diesem Objektiv aufgenommen wurden, mit diesen Sternchenbewertungen und so weiter, die solle deutlich schneller dargestellt werden, die Thumbnails schneller gerendert und so weiter. Da ich mir nicht sicher war, ob ich die Version kaufen werde oder nicht, habe ich zuerst einmal einen kleinen Testkatalog gemacht und in diesem konnte ich jetzt diese Geschwindigkeitsunterschiede nicht testen. Was mir jedoch selbst bei diesem kleinen Katalog schon aufgefallen ist, und das gleiche Problem hatte ich auch schon mit Lightroom, ist, dass das Wechseln von Bild zu Bild in der 1:1 Ansicht relativ langsam ist. Und das ist auch der Grund, wieso ich zum Aussortieren nach wie vor auf den Fast Draw Viewer setze. Falls ihr euch für das interessiert, ist hier ein Video verlinkt. Zum Thema Dateimanagement ist mir auch aufgefallen, dass sich leider nichts daran geändert hat, dass man nicht wie bei Lightroom sagen möchte, man möchte alle Bilder mit mindestens einem Stern anklicken. Nein, wenn man das machen möchte, muss man jedes Mal einen Stern anklicken, dann die Maustaste halten und dann beim Filter noch den mit 2 Sternen, mit 3 Sternen, mit 4 Sternen und mit 5 Sternen. Natürlich kann man sich für das Smart Album generieren, aber manchmal möchte ich das auch ad hoc machen oder was. Oder ich habe schon einen anderen Filter angewendet und möchte das noch oben drauf machen. Also diese Option vermisse ich etwas. Zudem, zumindest bei der Version, die ich jetzt hier habe, gibt es noch ein paar komische Darstellungsprobleme, wie ihr seht. Und ein Problem, das auch noch nicht behoben ist, diese Fältchen zum das Anklicken, die sind so weit am Rand, dass wenn ich hoch und runter scrolle, ich die ganze Zeit auf den Scrollbalken klicke, statt auf die eigentlichen Feldlein und das ist echt mühsam. Des Weiteren war ich etwas enttäuscht, dass es für viele Objektive nach wie vor keine Objektivkorrekturen gibt. Zum Beispiel für mein 600mm Objektiv, aber das gleiche gilt auch für das 500er und 400er mm Objektiv von Canon.
Natürlich kann man sagen, diese verzerren eh nicht, das stimmt, aber auch bei denen sieht man bei Offenblende zumindest, dass sie leicht vignettieren gegen den Rand. Und da wäre eine automatische Objektivkorrektur doch angenehmer als eine manuelle. Schließlich die wichtige Frage, werde ich mir das Programm kaufen oder nicht? Kurze Antwort, nein. Ich zahle ungefähr 200 Franken Aufpreis, um auf die neue Version zu updaten. Für mich sind da einfach nicht genug neue Änderungen drin. Und zudem, wenn ich mir die Preisliste so anschaue, sehe ich, dass wenn ich die ältere Version hätte, könnte ich immer noch für 200 Franken auf die neue updaten. Das heißt, ich hoffe, das bleibt so und überspringe die Version 21 einmal und wer weiß, vielleicht kaufe ich mir dann nächstes Jahr ja die Version 22. Auch dafür müsste sich aber einiges ändern oder einige neue Sachen kommen. Ich würde mir zum Beispiel schon seit relativ langem wünschen, dass es auch einen HDR-Modus gäbe, so wie Lightroom das schon länger hat, dass man Panoramas zusammensetzen könnte und so weiter. Etwas anders würde es natürlich aussehen, wenn ich mir jetzt eine Kamera kaufen würde, die nächstes Jahr rauskäme, dann ist man bei all diesen RAW-Konvertern praktisch gezwungen, auf der neuesten Version zu bleiben, damit die Kameras auch unterstützt werden. Aber da ich mir jetzt die R5 vor ein paar Monaten geholt habe, bin ich mir dieses Mal wirklich sicher, dass es nächstes Jahr keine neue Kamera gibt. Das heißt, ein Grund weniger, wieso ich nicht unbedingt die neueste Bildbearbeitungssoftware haben muss. Das war jetzt sicherlich kein vollständiges Review der Software, das möchte ich auch noch einmal ganz klar sagen, das soll es nicht gewesen sein. Ich habe mit dem Programm nur ein bisschen herumgespielt und für mich überlegt, werde ich es mir kaufen oder nicht. Wenn ihr euch ausführlicher informieren wollt, dann schaut doch noch andere Videos bei YouTube an, schaut vielleicht einmal die Seite von Capture One genauer an. Da gibt es wirklich noch deutlich detailliertere Informationen, ich wollte es hier wirklich nur knapp halten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und alles Gute. Ciao!